herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mir überlegt, dass ich euch für das heutige Video dabei mitnehme, wie ich mich auf den Herbst vorbereite, also was ich alles mache. Ich liebe den Herbst einfach so von den Vibes her voll. Ich dekoriere auch immer voll gerne mein Zimmer und ich dachte mir, ich nehme euch in diesem Video so ein bisschen dabei mit, wie ich mein Zimmer halt einrichte für den Herbst und vielleicht auch so einen kleinen Haul machen, je nachdem. Ich fange jetzt auch mal gleich damit an, mein Zimmer zu dekorieren, weil ich nämlich meine ganzen Blätter, Girlanden und so schon rausgeholt habe. Und dabei nehme ich euch jetzt ein bisschen mit. Okay, ich würde sagen, ich fange erstmal mit so dieser Bett-Area an, weil die am schnellsten geht und am einfachsten ist. Ich werde wahrscheinlich so ein paar Kissen hier austauschen, so ein bisschen herbstlicher machen und hier so eine Blättergirlande hin tun und vielleicht hier die Rosen austauschen. Mal schauen. Okay, also das ist der aktuelle Zwischenstand. Mein Bett ist jetzt etwas herbstlicher dekoriert. Also ich habe hier die zwei Kissen einfach ausgetauscht und die Kissenhüllen sind momentan ein bisschen zerkrumpelt, weil ich die nicht gebügelt habe. Ist jetzt auch egal irgendwie. Oben drüber habe ich dann so eine Blättergirlande gehängt. Hier an die Seite habe ich dann so eine kleine Vase mit so Blättern drin und eine kleine so herbstliche Kerze aufgestellt. Hier am Fensterbrett habe ich einmal die Kerze ausgetauscht. Das ist die Leaves Candle von White Barn bzw. Bath & Body Works. Die riecht halt richtig krass herbstlich. Die ist auch sehr süß, aber ich mag den Geruch im Herbst voll gerne. Hier auf dem Schreibtisch habe ich auch versucht, das Ganze etwas herbstlicher zu gestalten. Und zwar habe ich hier einmal so eine kleine Vase mit meinem Faultier gehabt. Und da habe ich jetzt einfach so Blätter reingesteckt. Ich weiß noch nicht, ob ich das so schön finde, aber ich lasse es jetzt erstmal so. Da habe ich hier noch so zwei so selbst angemalte Kerzen hingestellt. Die Vase von meinem Nachttisch habe ich hierhin erstmal gestellt mit der anderen Kerze. Ich wusste nicht, wo ich die sonst hin tun soll. Ich fand die eigentlich ganz schön. Ich mag nur dieses Türkis nicht so gerne im Herbst. Aber da muss ich mir vielleicht noch was anderes einfallen lassen. Und dann habe ich noch hier oben diese Blättergirlande aufgehängt. Die mag ich auch sehr gerne. Und was ich als nächstes machen werde, ist meinen Kleiderschrank umsortieren, sodass alle herbstlichen Sachen oben hängen und alle sommerlichen Sachen unten, also in den Schubladen hier jeweils verstaut sind. Und dabei werde ich euch mitnehmen. Ich weiß nicht, ob ich das alles heute mache. Es wird nämlich auch bald dunkel. Aber ansonsten nehme ich euch da die nächsten paar Tage auf jeden Fall noch dabei mit. Das ist mir nämlich wichtig, dass das schön ordentlich da oben hier alles aussieht. Um meinen Kleiderschrank zu tackeln und da auch mal ein wenig Ordnung reinzubringen, weil der wirklich chaotisch ist, werde ich jetzt erstmal anfangen und wahrscheinlich hier oben die ganzen Reihen ausräumen und eventuell meine Herbst-Winter-Sachen aus dem Schubladending rausräumen und eben oben einsortieren und mich dann erst später mit den zwei Schubladen auch beschäftigen, falls ich das überhaupt heute noch mache. Will ich jetzt als nächstes meinen Hintergrundbildschirm von meinem Laptop ändern, damit das Ganze so ein bisschen herbstlicher ist. Und dabei nehme ich euch jetzt auch mal mit. My friends are getting married, but I'm just getting by. So I'll stay up watching moonrise. Also ich habe jetzt ein neues Hintergrundbild eingestellt. Ich habe das von Pinterest. Also ich habe einfach Fall Aesthetic
Background Desktop oder so eingegeben und dann kam das halt schon. Und da gab es ganz viele so Collagen und da habe ich mir einfach die hier jetzt ausgesucht. Ich wollte auch die Seite hier mal neu organisieren, aber das mache ich dann anders. Für mich zeige ich nochmal ganz kurz, wie es im Schwerbildschirm aussieht. Und zwar habe ich im Schwerbildschirm einfach so ein Aura-Wallpaper. Also dafür habe ich einfach Orange Aura Desktop Wallpaper oder so eingegeben. Und so eine Angel Number steht da in der Mitte. Ich fand aber einfach das irgendwie ganz süß. Take a look out the window. Spirit goes up as the rain falls down. I've been sitting on the wrong course. Freunde, it's time for an outfit pick. Ich bin immer noch in meinen Gammelklamotten. Das wird sich jetzt aber ändern. Ich werde mir ein süßes Herbstoutfit raussuchen. Also, unsere Outfit-Options sind drei Röcke, die ich mir rausgesucht hatte. Und ich werde wahrscheinlich dann einfach gucken, was am besten mit dem Oberteil, was ich mir aussuche, passt so. Number one wäre dieser Rock hier. Der ist schwarz und ist unten so, ich weiß nicht, so ein bisschen gerüscht. Ich weiß nicht, ist das das richtige Wort? Keine Ahnung. Auf jeden Fall kann man den auch hinten oder vorne binden, je nachdem. Der ist von Zara. Ich mag den eigentlich richtig gern. Der müsste halt mal gebügelt werden, bevor ich den anziehe. Aber abgesehen davon, finde ich, ist der eigentlich richtig schön. Option Nummer zwei wäre dieser Rock hier. Das ist einfach so ein Tennisrock in weiß. Beide Röcke haben auch so eine integrierte Hose, weil ohne... Bin ich kein Fan von, sage ich euch ehrlich, weil ich fühle mich einfach viel wohler damit. Deswegen wäre das Option Nummer 2. Und Option Nummer 3 wäre dieser Rock, wobei der eigentlich schon halb rausfällt, weil genau aus dem Grund, dass er halt keine Hose unten drunter hat. Der ist von Stradivarius mal gewesen. Achso, der Tennisrock. Dieser Tennisrock ist übrigens von River Island. Ich hätte voll gerne so einen noch mit einer Hose drunter. Also einfach so einen, der so eng liegt und so einen Schutz hat, aber eine Hose drunter hat. Und ich werde jetzt einfach anprobieren und gucken, was am besten passt. Okay, Freunde, das hier ist jetzt mein Outfit. Ich wollte eigentlich meine Stiefel anziehen, aber ich konnte mich nicht entscheiden. Deswegen gehe ich jetzt einfach mit meinen Converse. Und ich habe eine Strumpfhose drunter. Ich ist ein bisschen unaufgeräumt, aber egal, das mache ich nachher. Polaroid, picture perfect, but there's darkness you just can't avoid, yeah. And if you need to scream, well, you can talk to me. It's pretty simple, doesn't have to be a movie scene. And when it's raining now, I lay my jacket down, and you can hold my crown, cause chivalry is dying with me. Ich bin back at home. Meine Locken sind einfach komplett raus. Ich habe mit so einem geflochtenen Zopf heute Nacht geschlafen. Ich hatte voll schöne Locken heute Morgen, aber ja, meine Haare halten irgendwie nie. Ganz kurz, das Wetter war so schön. Ich bin 1,5 Stunden gelaufen und ich muss ehrlich sagen, mir gibt es voll viel. Also ich finde es super schön, so viel an der frischen Luft zu sein. Ich bin absolut eine Person, die voll gerne so draußen ist. Ich kann euch das nur empfehlen, wenn ihr irgendwie ein bisschen Zeit habt im Herbst oder mal am Wochenende oder keine Ahnung wann. Wenn das Wetter schön ist, lauft einfach mal so richtig lange draußen rum. Und ihr könnt es auch alleine machen, ihr könnt es auch zu zweit machen, je nachdem, worauf ihr Lust habt. Ich mache das super gerne alleine, weil mir das irgendwie voll hilft, runterzukommen. Wir werden jetzt zusammen Zimtschnecken backen. Eigentlich ist es eher so eine cozy Wetteraktivität, aber ja, warum nicht? Das hier sind jetzt alle Zutaten, die wir zum Backen benötigen. Auf jeden Fall braucht ihr für die Zimtschnecken Vanillezucker, Zimt, Hefe, Ei, Frischkäse, Butter, dann brauner Zucker, Mehl. Ich habe jetzt Dinkelmehl genommen, aber ihr könnt auch normales Mehl nehmen. Dann nochmal weißen Zucker, das ist da hinten ein bisschen versteckt, Salz und Puderzucker. Also mein Tag ist jetzt fertig. Ich habe 10 Stunden geknetet und immer wieder Mehl dazu gegeben, aber der sollte jetzt eigentlich ganz gut sein. Und ich werde den jetzt für, ich glaube, eine Stunde
dunklen Stellen, dass die Hefe aufgehen kann. Und danach werde ich das weiter verarbeiten. Aber ich muss sowieso erstmal aufräumen, weil es ist einfach komplettes Chaos. Deswegen, ja, ist das ganz praktisch. Also meine Cinnamon Buns sind jetzt fertig. Die werde ich jetzt in den Ofen tun. 4 Stück habe ich nicht mehr in das Ding bekommen. Da werde ich wahrscheinlich einfach eine Kuchenform oder so nehmen, um den Rest dann zu machen. Aber die sehen auf jeden Fall schon mal gut aus und die kommen jetzt in den Ofen. Die Zimtschnecken sind jetzt aus dem Ofen. Können wir bitte darüber reden, wie schön das aussieht? Ich bin obsessed und ich mache jetzt noch so eine Creme drauf. Die habe ich mit Puderzucker und Frischkäse. Und dann habe ich noch so ein bisschen Vanillezucker mit reingemacht. Aber den schmeckt man eigentlich kaum. Und das mache ich jetzt hier auf die Zimtschnecken noch drauf. Und dann sind die fertig. Ich freue mich richtig drauf, die zu essen. Die sehen mega gut aus. Ich habe auch schon einen so halb probiert. Der hat auch schon echt lecker geschmeckt, muss ich sagen. Vielleicht verlinke ich euch das Rezept unten irgendwo, wenn ich es finde. Ich habe es ein bisschen abgewandelt. Also es ist so ein bisschen eine Mixtur aus verschiedenen Rezepten tatsächlich gewesen. Aber ja, ich werde das heute Abend so Freunden mitnehmen, weil wir heute Abend einen Spieleabend machen. Aber I like it. Okay, ich glaube, ich sehe ein bisschen fertig aus. Not gonna lie, ich fühle mich irgendwie auch immer voll geschafft, wenn ich gebacken habe. Das war irgendwie jetzt auch voll der lange Prozess, I don't know. Aber ich dachte mir, ich mache nochmal so einen kleinen Haul. Eigentlich ist es echt nicht viel, weil ich diesen Herbst eigentlich ein bisschen sparen möchte, wollte, I don't know. Aber ich dachte mir, ich zeige euch einfach mal kurz, was ich mir neu gekauft habe. Beziehungsweise bei einer Sache bin ich mir auch, oder beziehungsweise bei zwei Sachen bin ich mir unschlüssig. Die erste Sache, die ich mir neu gekauft habe, ist dieser Pulli hier. Ich weiß, der sieht etwas ähnlich zu dem, den ich gerade anhab, aus, aber der ist deutlich länger. Also der ist jetzt nicht direkt oversized, aber auf jeden Fall ist er viel länger. Das hier ist eher so ein gecroppter Pulli und der ist auch schon voll alt. Den habe ich safe schon seit 5 Jahren oder so. Und ich fand den richtig, richtig schön, als ich den gesehen habe. Vor allem zu so Röcken oder so stelle ich mir den voll schön vor. Also eigentlich ähnlich wie das Outfit, was ich heute eigentlich anhab. Aber ja, keine Ahnung, ich fand den cool. Der ist von New Yorker gewesen. Ich glaube, also den gibt es eigentlich auch immer noch. Den habe ich erst am Montag gekauft. Und der hat 20 Euro, meine ich, gekostet. Also ist einfach grau. Auf jeden Fall habe ich mir auch noch neue Schuhe bestellt. Und genau da ist es, wo ich sehr unschlüssig bin, was ich behalten soll. Und zwar habe ich mir einmal diese Schuhe hier bestellt. Und dann habe ich mir noch diese Schuhe hier bestellt. Und die sind halt sehr ähnlich. Also, as you can tell, die hier sind so ein bisschen lockerer oben rum. Und die hier sind so ein bisschen aus so festerem Material. Aber ja, also hier und hier sieht man vielleicht einen ganz guten Unterschied. Also die Schuhe sind so von der unteren Form her voll anders. Also der geht spitz zusammen, der geht hier vorne so rund zusammen. Und der hier hat deutlich mehr Absatz als der hier. Der hier ist halt mehr so chunky. Und ich finde beide irgendwie cool, aber ich kann mich einfach nicht entscheiden, welche ich schöner finde oder welche ich behalten will. Ich habe auch schon so auf Snapchat meine Freundinnen gefragt, aber irgendwie ist jeder anderer Meinung und ich weiß auch nicht, was ich genau tun soll. Also ihr könnt mir ja mal gerne sagen, welchen ihr schöner findet. Angezogen kann ich euch auch gleich nochmal zeigen, weil ja, dann könnt ihr vielleicht auch nochmal besser beurteilen. Aber ja, die habe ich mir auf jeden Fall beide bestellt und einen muss ich zurückschicken, weil beide zu behalten wäre mir zu teuer und irgendwie auch ein bisschen unnötig, nachdem die ja schon doch echt ähnlich sind.
Deswegen, ja, muss ich da mal ein bisschen gucken. Und dann habe ich mir noch eine Sache beim DM gekauft, die ich auch mit euch teilen wollte, weil ich das so cool finde. Und zwar habe ich mir so eine Bürste gekauft aus, ich weiß gar nicht, ob das Wildschweinborsten sind. Auf jeden Fall kann man mit dieser Bürste so Sleek-Frisuren machen. Und ich liebe aktuell Sleek-Frisuren, weil ich finde, so gerade wenn man irgendwie seine Haare nicht waschen will, aber trotzdem irgendwie schön und put together aussehen will, sind die halt richtig gut. Ich zeige euch jetzt die Schuhe angezogen und dann könnt ihr ja mal schreiben, was ihr besser findet. Okay, ignoriert mal kurz das bisschen Chaos im Hintergrund. Aber das sind auf jeden Fall die zwei Schuhe. Ich versuche mal so näher ran zu filmen. Wow. Also wie ihr sehen könnt, sind die hier deutlich spitzer so insgesamt. Und die machen auf jeden Fall eigentlich auch ein schönes Bein. Und die hier sind halt eher solche so Alltagsboots, sag ich jetzt mal. Die finde ich aber auch schön. Und von vorne sehen die halt jeweils so aus. Am liebsten würde ich beide behalten, so für unterschiedliche Anlässe. Aber das macht halt eigentlich keinen Sinn, weil die sind sich ja schon sehr ähnlich. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen in so herbstlichere Stimmung bringen. Es ist ja aktuell noch ziemlich grün irgendwie draußen. Zumindest ist mir das heute extrem aufgefallen. Wahrscheinlich auch, weil es so lange jetzt warm war. Aber ja, ich bin voll in Herbststimmung. Und von mir aus kann es jetzt auch richtig Herbst werden. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und folgt mir wie immer gerne für mehr. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss! Take a look out the window. Spirit goes up as a